Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Underwater Frank. Wir sind heute mal auf Karpfen. Ich habe hier meine drei Fortuna Karprouten draußen. Einmal mit der Everest 28 Kilo schon. Ich glaube, da beißt schon was. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, auf die Köder und so. Oh ja, haben wieder einen relativ guten Biss, aber. Ja, und ich angle hier mit süße Sahne, Brombeere 20 und Mango 20. Geht halt relativ gut, sag ich mal. Also ich habe auch schon gut Fische gefangen. Und auch ab und zu ist mal ein Trophy dabei. Und angel hier mit der Everest, mit der Major und der Goldrolle. Und ja, auf der Gold habe ich jetzt gerade Markese drauf. Vielleicht noch einen Barben oder so zu fangen. Muss man mal schauen, ob wir da mal einen Barben rankriegen. Eine Goldschleier hatte ich vorhin dran gehabt, ein 800 Gramm. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ja, ansonsten habe ich hier halt normal Karpfenfutter drauf, habe das auch geskillt, deswegen mindestens immer 8,5. Wie gesagt, hier sanfte Mango, hier süße Sahne. Ich habe auf allen drei Routen die Messetfeder-Montage, halt auch Messetfeder-Futterkorb. Ganz wichtig hier der Mono-Vorfach, dass ihr auf jeden Fall Mono-Vorfach nimmt. Also ich würde jetzt vielleicht auch nicht unbedingt größer gehen als, 25 Kilo. Und hier müsst ihr halt aufpassen, dass ihr hier nicht in das Schilf reinwerft. Ansonsten halt, ich stehe 45, 60. Bin hier quasi an dem Strand hier. Und schmeiß halt rüber zum Schilf. Ja. Und dann halt einfach so dicht wie möglich an Schilf ranwerfen. Aufpassen, dass ihr nicht reinwerft. Wichtig halt immer, dass ihr Karpfenfutter drauf habt. Haken habe ich jetzt S1er, Bloody Hook Series und einmal Ultra Series drauf. Wie gesagt, hier habe ich jetzt gerade Käsewürfel drauf. Ja, Barben gehen jetzt nicht so gut, aber ich will jetzt nicht unbedingt noch eine dritte Route mit so krassem Futter drauf machen. Also Futter, wie gesagt, kann ich euch mal zeigen, was ich da sonst noch so nutze, halt Brombeere, gucken wir mal, wo ist hier die Brombeere, hier Brombeere 20 von Old Pal, sanfte Mango, ja, das sind so meine Köder, die ich zurzeit benutze. Und ja, läuft eigentlich ganz gut. Also alle drei laufen auch ganz gut. Ihr könnt vielleicht auf den Haken, könnt ihr auch einen 1-0er nehmen. Da hatte Mexo auch gesagt, das läuft ganz gut. Ja, wir gucken jetzt mal, was wir hier die Nacht fangen. Und wir gucken mal am frühen Morgen vielleicht nochmal. Ja, ich kann euch mal kurz zeigen, was ich bisher gefangen habe. Also schwarzen Amur, Karpfen, Schuppenkarpfen, 23 Kilogramm Lederkarpfen. Die Goldschleie sollte hier, genau hier die 800 Gramm Goldschleie haben wir hier noch. Ja, also ja, alle möglichen Karpfenarten, Amurs, Barben, weiß nicht, also Barbe geht zurzeit eher weniger. Ich hatte zuerst auch Barbenfutter noch drauf mit Käse, aber da wollte er zurzeit keine Barbe beißen. Also die Barben müsst ihr vielleicht woanders mal probieren, ob ihr da mehr Erfolg habt. Ja. So, Lichter habe ich hier nochmal hingestellt, die Lampen hier, ein bisschen Licht machen. Kann jetzt natürlich sein, dass jetzt in der Nacht, ja, mal gucken, lassen wir uns mal überraschen. Also gefangen, seht ihr, hier wird regelmäßig im Chat auch gefangen. 41, 42 Spieler sind jetzt gerade hier. Hier hängt er schon wieder durch. Mal sicherheitshalber vielleicht mal gucken, ob was dran ist. Ne, ist nichts dran. Ja, Schnüre kann ich euch nochmal sagen. Auf der Major habe ich zum Beispiel hier die 300 Meter Ultra Braid Schnur drauf. 23 Kilo, reicht auch vollkommen aus. 199 Meter Schnur. Ja, also da habt ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum. Auf der Everest habe ich jetzt 210 Meter Schnur mit einer 28 Kilogramm Schnur. Da würde ich vielleicht auch nochmal die Braid drauf machen. Die Ultra. Und hier habe ich jetzt 272 Meter auf der Goldrolle mit 21 Kilogramm Schnur. Das Problem ist halt, wenn jetzt hier wirklich alle drei Routen gleichzeitig gehen, ja, und jetzt alle in der Bremse rattern, dann kann es halt mal passieren, dass ihr da auch mal einen Schnurbruch habt, weil die Rolle dann leer gespurt wird. Ne? Also deswegen eigentlich hier halt zurzeit gerade mit zwei Routen und eine halt ein bisschen auf Barbe. Oh, hier haben wir doch schon besseren Biss. Bremse habe ich hier auf 28 gerade. Aber solange die Bremse hier nicht rattert, ist das auch kein Trophy. Auch mit der Everest. Also muss auch mit der Everest schon ordentlich rattern.
So, hier haben wir wieder einen Spiegel. Das ist jetzt hier mit Mango 20. Ja, mit Mango 20 hat man auch ab und zu mal ein paar Amurs. Was haben wir hier? Ein Lederkarpfen? Lederkarpfen 10,2. Noch schnell mal einen Schluck trinken. Alkohol, wie gesagt, könnt ihr hier immer mal trinken, damit ihr ein bisschen Bonus-XP kriegt. So, gucken wir mal. Futter ist drauf. Wir haben es gestern auch nochmal getestet. Also Mono-Vorfach ist echt schon viel wert, ja. Also, dass ihr wirklich hier guckt, dass ihr hier das monophile Vorfach aufmacht. Auch wenn ihr monophile Schnur habt, ist halt immer so eine Sache. Also ich würde lieber wirklich ein Mono-Vorfach aufmachen. Normalerweise, wenn man so denkt, man hat jetzt zum Beispiel keine Braid-Schnur drauf, sondern eine Mono-Schnüre, dann braucht man eigentlich kein Mono-Vorfach. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, weil einige halt hier auch mit Monoschnüre angeln und die haben trotzdem deutlich weniger Bisse, ne? Also auch an der alten Festung, ne? Wenn ihr da steht, holt euch auf jeden Fall Monovorfach. Kostet auch nicht so viel und beeinträchtigt euch jetzt auch nicht unbedingt. Also ja, es angelt sich ganz normal und würde lieber auf Nummer sicher gehen, auch mit einer Monoschnur Monovorfach zu nehmen. Wie gesagt, das sehen wahrscheinlich auch ein paar Leute wieder anders. Nachricht. Angel King. Langsam den Anschlag setzen. Mit der linken Maustaste geht das nicht, sondern ganz hart. So, ich würde sagen, ah ne, da haben wir jetzt, oh, Bremse hören wir zwar nicht. Wollte gerade sagen, sonst würde ich wieder heranschneiden, bis ich hier mal einen größeren Biss habe. Wie gesagt, die Ausrüstung wechsle ich jetzt auch nicht, also die bleibt jetzt so. Ja, mit süße Sahne habe ich wirklich ziemlich häufig hier die Schuppis. Und wie gesagt, wenn ihr einen Hänger habt, vielleicht kann ich euch das auch noch mal zeigen, wenn wir hier nachher vielleicht mal einen Hänger haben. Weil ab und zu werfe ich auch mal ein paar Prozent zu weit. Das scheint jetzt erstmal keine. Also wenn ihr einen Hänger habt, kann ich euch sonst auch noch mal zeigen. Ich gucke mal, ob hier was dran ist. Ne. Schmeiß mal kurz die Goldrolle da rein. So, schmeißen wir die mal rein. Kann ich euch mal zeigen. Hatte ich auch als Tipp bekommen. Aber das geht wirklich sehr, sehr gut. Aber wir schmeißen jetzt einfach, machen die Bremse mal ein bisschen runter. Wir schmeißen jetzt einfach mal volle Kanne da rein. Da haben wir bestimmt einen Hänger. Gucken. Ja, jetzt haben wir einen Hänger. So, wenn ihr einen Hänger habt, macht ihr die Bremse auf 1. Ja, dann mit Enter den Bügel öffnen. Und dann einfach nur rechtsklick. Immer rechtsklick. Haken gelöst dasteht. Also bis das grüne Fenster kommt. Ihr braucht nichts anderes mehr machen. Bügel einfach auflassen, bis das gelöst ist. Ne? Wie gesagt, ich wollte euch das jetzt mal einmal zeigen. So, und jetzt, das kann halt mal länger dauern. Ja, aber ihr braucht wirklich nichts anderes mehr machen. Ihr braucht jetzt nicht immer wieder die Spannung aufbauen oder irgendwie wieder Spannung aufbauen, wieder Bügel auf und Bügel auf. Aber das braucht ihr alles nicht. Einfach nur Rechtsklick drücken. So, jetzt haben wir Angelmontage gelöst. Jetzt holen wir mal kurz mal rein. Könnte gleich noch ein Hänger kommen, aber ist gerade nicht okay. Jetzt könnt ihr die Bremse wieder hoch machen. Ja, so einfach löst man Hänger. Ne? Also ganz einfach. Wie gesagt, wenn er festhängt, Bremse auf 1, Bügel auf und Rechtsklick triggern. Ne, das geht wirklich mit am besten.
So, den schmeißen wir wieder vor Schilf hier. Aber mit Käse fange ich hier nicht wirklich gut. Also es ist einfach nur so, dass in der Hoffnung, dass mal eine Barbe beißt. So, ich würde sonst sagen, ich schneide wieder ran, sobald ich hier wieder ein paar Bisse habe. Aber es sollte eigentlich gleich wieder losgehen. Also so lange wird es, glaube ich, nicht mehr dauern. Können wir noch kurz laufen lassen. Ah, hier ist die Futtermischung schon weg. Dann gucken wir mal. Nochmal Futtermischung drauf machen. Ja, da müsst ihr mal gucken, halt bei jedem Auswurf mal einmal vorher kontrollieren, ob die Futtermischung drauf ist, weil, ja, das, manchmal macht er das nicht automatisch nach und wundert ihr euch auf einmal, warum beißt nichts, ja, oder warum beißt weniger und dann ist gar keine Futtermischung drauf, weil er die automatisch nicht nachgefüllt hat. So, jetzt kommt der frühe Morgen. Gucken, ob wir schöne Bisse kriegen. Ich werde mir auf jeden Fall als nächste Rolle oder ja, als nächste Rolle auch nochmal die Everest 2 holen. Ich hatte halt überlegt wegen der Zeiman-P-Serie, aber da ich halt doch vermehrt eher auf große Fische gehe, ja, sei es jetzt an der Suche auf Stör oder hier auf Karpfen oder auf Wels, ja, dadurch lohnt sich für mich die Zeiman-P-Serie so erstmal nicht, weil die Everest dann doch schon eine stärkere Bremskraft hat und halt auch eine 8000er-Spule. Ne, die Zeiman-P-Serie hat nur eine 6000er-Spule, passt auch wieder nicht so viel Schnur rauf. Hat nur, sag ich mal, 17,5 Kilogramm, also doch schon deutlich weniger als die Everest. Und ja, vielleicht kann man sich die später mal holen, wenn man jetzt so, sag ich mal, sein Standard-Equip erstmal hat. Seine Grundausrüstung, aber ich werde mir auf jeden Fall erstmal die Everest 2 holen, wenn ich sie dann zusammengespart habe. Und ich finde auch hier so das Geld machen an dem See ist wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten halt Brasse. Ja, für die Leute, die jetzt, jetzt für die großen Karpfen noch nicht so die Ausrüstung haben, kann ich nur empfehlen, am 20er auf Brasse zu gehen. Da läuft es momentan auch sehr, sehr gut und da kann man auch gutes Geld machen und hat halt kaum Verschleiß. Man braucht auch kein großes Equipment dafür, weil die Fische werden halt so zwischen 4 und 5 Kilo. Ne? Wenn ihr da eine Sabre habt, das reicht halt vollkommen aus. Aber ansonsten wegen der Erfahrung, oh, mal ein gutes bisschen, wegen der Erfahrung und halt auch geldmäßig finde ich hier Karpfenparadies wirklich sehr, sehr gut. Ansonsten halt vergleichbar damit die Sura, ja, mit den Stören und den Sterlitz. Die ist halt wirklich, also ist wirklich auch sehr, sehr ergiebig, aber da braucht man halt wirklich größtenteils die Nashornkäferlarve, weil man ansonsten doch sehr viele Welse und sowas alles hat. Und die Bissfrequenz ist wirklich mit Nashornkäferlarve wirklich am höchsten. Muss ich mal ehrlich so sagen. Ich versuche halt auf jeden Fall weiterhin meine Köderbeschaffung hochzuskillen. Werde vielleicht auch nochmal ein bisschen wieder auf Köfi gehen. Dass doch dann die Chance ein bisschen erhöht wird mit den Prozenten. Ansonsten geht es halt auch sehr gut, wenn ihr zum Beispiel Honig esst, einen Schluck Alkohol nehmt und halt bei den Brassen halt die Fischfetzen halt macht. Ja, das geht wirklich. Warte. Haben noch keine Futtermischung drauf. Jetzt geht es gerade richtig rund hier. Machen wir mal hier die gute Futtermischung drauf. Oha, jetzt geht es richtig ab hier. Oha. Bremse höre ich jetzt zwar nicht, aber. Machen wir erstmal die Major. Ah, hier ist was Kleineres drauf. Ja, jetzt am frühen Morgen, 12 Grad, geht gerade die Bissfrequenz schön hoch, auf jeden Fall. Oh, was haben wir da? Ah, ein Schuppi, ne? Ja, auf süße Sahne habe ich hier wirklich öfter mal einen Schuppi drauf, ja. Auf Mango hat man ab und zu auch mal ein paar Amos.
Ja, Barben, echt viel Anzeige hier mit Käse. Ja, aber das sind so, wie gesagt, die drei Köder, die halt momentan echt gut funktionieren. Vielleicht habt ihr auch noch andere Köder, die bei euch gut gehen. Und die drei hatte ich jetzt mal so getestet und die gehen wirklich super hier. Ja, weil viele halt auch so gesagt haben, irgendwie die fangen keine Karpfen mehr. Also kann ich jetzt so nicht bestätigen. Also die beißen wirklich sehr, sehr gut momentan. Ja, das Video habe ich jetzt hier am Montag Mittag aufgenommen. Ja, manchmal, wenn die Schnur durchhängt, könnte ein Biss sein. Deswegen gucke ich dann immer sicherheitshalber, bevor ich hier Y drücke. Mal sehen, ob wir hier den nächsten großen Biss haben. Ich würde sonst sagen, ich schneide wieder mit ran und dann bis gleich. So, hier haben wir jetzt nochmal einen größeren Fisch dran. Gucken wir mal, der jetzt nochmal abgeht hier. Ja. Mal gucken, ob der nochmal ordentlich Druck macht hier, aber... Lässt schon wieder nach. Schade, schade. Ich dachte, jetzt hätten wir vielleicht mal einen Trophy dran. Ah, jetzt sind da sich noch mal ein bisschen Schnur, aber... Nee, das ist kein Trophy. Na, warten wir mal ab. Mal sehen, was das hier ist. Ein bisschen Gas gibt er auf jeden Fall. Aber könnte halt auch wieder ein Amur sein. Die Amurs, die, ja, das täuscht dann immer ein bisschen bei denen. Normalerweise, wenn halt Trophy ist, dann schwimmt er halt wirklich ewig weit weg. Immer noch mit sanfte Mango 20 hier unterwegs. Einen Schluck Tee trinken. Also Spannung ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, aber mal sehen. Lass uns mal überraschen. Hier mal ein Trophy Amur, das hätten wir schon gemerkt. Ja, und irgendwie habe ich jetzt ja auch, hier habe ich jetzt die Ultra Series Haken drauf, den S1er. Ich hatte bisher noch keinen Ausschlitzer und mit dem Bloody Series S1er hatte ich jetzt schon mehrere Ausschlitzer. Also eventuell ist sogar der Ultra Series noch ein bisschen besser geeignet für die schweren Fische. Auch wenn der einen halben Stern weniger hat als die Bloody Series. Oh, jetzt können wir schon ein bisschen anfangen zu pumpen wieder. Aber wenn man so kurz nach dem Drill, also nach dem Beginn des Drills schon anfängt zu pumpen, dann ist das wahrscheinlich kein Trophy. Weil normalerweise drillt man ja auch mit der Everest mal seine 10, 20 Minuten bei so einem Trophy. Na, mal sehen, was das hier ist. Macht sie auf jeden Fall gut schwer hier.
Ich meine, jeder Fisch ist ja auch wieder ein bisschen anders. Ne? Der eine kämpft halt ein bisschen mehr, der andere kämpft ein bisschen weniger. Kommt auch mit drauf an, was es für ein Fisch ist. Jedenfalls hatte der Max auch noch gesagt, dass man die Trophys, die muss man wirklich später so ein bisschen pumpen, damit die an die Oberfläche kommen. Das ist wohl bei den normalen nicht so extrem. Also vermehrt beim Trophy. Mal schauen, was es ist. Oh, der Spiegel vielleicht. Wenn es ein Spiegel ist, na, könnte es vielleicht reichen. Aber beim Leder denke ich eher nicht. Leder wird ja erst ab 30 Trophy. Spiegel wird ja ab 25 Trophy und Schuppi ab 20. Ich meine, er sieht schon groß aus. Ist ein Spiegelkarpfen. Ist ein Spiegelkarpfen. Aber ob das jetzt ein Trophy ist, jedenfalls ja schön schwer. Aber ich war. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ja, vielleicht 20 Kilo, wenn überhaupt. Er sieht jetzt auch nicht so groß aus. Mal gucken, was haben wir denn da? Ah, 19,5. Schade, schade. Aber hat man auch gemerkt, dass er am Anfang wirklich nicht so stark in die Bremse gegangen ist und sich unterhalb auch schon sehr schnell müde war. Und daran merkt man das denn. Also falls ich noch einen Trophy fange, jetzt habe ich einen Hänger, schneide ich auf jeden Fall nochmal mit rein. Bis gleich. Ja, dann werde ich die Aufnahme hier mal beenden. Also ich habe jetzt insgesamt ein Trophy-Schuppi. Ansonsten halt viele Amurs und Lederkarpfen der Größe 28er, 19,5er Spiegelkarpfen. Aber Trophy will jetzt gerade nicht. Und ja, vielleicht ja im nächsten Stream nochmal einen schönen Karpfen-Trophy gucken wir mal. Auf jeden Fall kann ich euch nur empfehlen, die Köder, die drei Köder, die ich jetzt hier benutzt habe. Einmal sanfte Mango 20, süße Sahne 20. Und Brombeere 20. Also die kann ich euch wirklich empfehlen. Die könnt ihr mal probieren, falls ihr jetzt keinen Köder habt, der gut läuft. Ja, bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Waterfang. Tschüss.